Willkommen, Freunde, zurück bei FIFA 18. Wir gucken mal eben, was wir hier so Schönes haben. Zwei neue Hosen, eine schwarze und eine graue. Ja, das passt zu einem T-Shirt besser. Dann haben wir im Nacken ein neues Diamant im Nacken. Sieht das denn aus? Ah, muss nicht unbedingt sein. Und wir haben zwei neue Schuhe, natürlich. Einmal den hier. Und einmal den blauen hier. Na gut, dann ziehen wir einfach mal die an. Und dann würde ich sagen, wir machen weiter. Mal schauen, was jetzt passiert. Oh. Und? Du hast den Deal. Ich kann's nicht glauben. Die Dreharbeiten sind nächste Woche. Michael hat es wirklich geschafft. Ja, hoffentlich stimmt's auch. Freut mich wirklich. Man will immer, dass es die Kinder besser haben als man selbst. Okay, ich würde gern mit dir über was Wichtiges reden. Oh, schon wieder. Nicht hinsehen. Aber ist das nicht das Mädchen aus der Kabine? Kim, was willst du hier? Weiß er Bescheid? Kim? Gab wohl nie die richtige Gelegenheit. Ich wollte dich schon lange treffen. Ich konnte es nicht glauben, als Dad sagte, dass du herziehst. Dad? Was? Ups. Hast du sie nicht gesagt? Alex. Warte, das ist meine Schwester. Alex, ich wollte warten, bis du dich eingelebt hast. Du musst dich auf den Fußball konzentrieren. Soll das ein dummer Witz sein, Mann? Genau das frage ich mich auch. Du hast es ihm ernsthaft noch nicht gesagt? Ich, ja. Das ist alles zu viel. Ich fasse es nicht. Wow. Alex. Ich brauche einen Moment. Wow. Wieso stand da, stand oben links in der Ecke wichtige Entscheidung? Was war denn da jetzt eine wichtige Entscheidung? Ich konnte doch nichts entscheiden. Wieso? Wir haben schon wieder neue Schuhe. Weißt du was? Das schauen wir uns später an. Wir lassen die hier erstmal an und mal weiter. Freies Training. Was trainieren okay, wir denn geht's. So? Hartes, konzentriertes Training. An die Arbeit. Hartes, konzentriertes Training. An die Arbeit. Gut, wir dürfen entscheiden. Ja, Dribbling ist nicht so gut. Ich probiere mal das beim Dribbeln. Und mach mal ein bisschen was in Abwehr, ne. Vielleicht ein paar Pässe, Übersicht, oder Schuss ist eigentlich ganz gut, Standard. 1 gegen 1 soweit auch, ohne Ball. Ich glaube, wir machen hier, wir machen mal das hier beim Passen. Ja, mal gucken. Mal schauen, wie das wird. Jetzt geht's los. Eins. Genau, ich muss bestimmt wieder hierher. Ja. Zack. Hier durch, da durch. Ja, oh. Exzellent, passt weiter. Hui, das. Ach du meine Güte. Flach, ja, wuchtiger RT. Na gut.
Au. Perfekt. Perfekt. Das zählt nicht, weil wir... Ja, so. Nein. Jawohl. Durchgekommen. Haha. Sehr schön. Weiter. Das hat doch beides einigermaßen ganz gut geklappt. Beides exzellent, sehr schön. Ausdauer ein bisschen erhöht, Übersicht etwas erhöht. Trainingsfleiß fuhr zum Sieg. Hunter, du hast heute gezeigt, dass du zu Recht in diesem Team stehst. Sehr gut. Danke. Alles klar, Mann? Alex Hunter, friend of the stars. Sure you want to be seen walking around with me? I'm man enough to admit it when I'm wrong. Thought you were a joke when you started hanging with A-listers. But you've been playing out of your mind, man. Was? Du hast großartig gespielt, danke. Meine Karriere ist meine oberste Priorität. Ja, komm. Ich werde nichts meiner Karriere in die Quere kommen lassen. You keep playing like you have been, and you can be a bigger star than any of them. Okay. Na schön, wir wissen jetzt immerhin, dass das... Das sind immer noch die Schuhe, ne? Wir wissen jetzt, dass das Mädchen... Also, sie ist unsere Schwester, okay. Aber... Also, wird dann wohl Halbschwester sein, ne? Machen wir die neuen Schuhe, hä? Was ist denn die hier? Oh, ne, die ziehe ich nicht an, das sieht doof aus. Das sieht auch doof aus. Gibt's hier keine ordentlichen Schuhe? Wir nehmen jetzt einfach erstmal die hier für das nächste Spiel. Wir spielen gegen Vancouver. Wir sind auf dem vierten Platz mit einem Punkt Rückstand. Na, mal schauen, wie das so wird. Mit dem Team spielen. Alle Augen auf Mr. Alexander gerichtet. Meine auch, okay. Mr., du bekommst die nötige Spielzeit. Ah ja. Na schön. Wolfuß und Frank Buschmann begrüßen Sie auf das Allerherzlichste. Wir haben hier oben schon mal Platz genommen auf den Kommentatorenplätzen und ich hoffe, Sie zu Hause machen sich's auch gemütlich. Und freuen Sie sich auf diese Partie, das wird mit Sicherheit ein tolles Spiel. Hoffentlich. Im heutigen Spiel geht es für die Vancouver Whitecaps gegen LA Galaxy. Hoffentlich wird es ein gutes Spiel. Die Galaxy können heute die Playoffs erreichen. Und die Fans fiebern natürlich mit. Die wollen am Ende der Partie jubeln. Leicht wird das allerdings nicht. Toremäßig könnte es heute dünn werden, oder Buschi? Ja, die kennen wir natürlich als sehr defensives Team. Beton anrühren ist angesagt. Mal gucken, ob das zum Erfolg führt. Oha. Wir spielen also gegen eine sehr defensive Mannschaft. Da müssen wir mal gucken, wie das so funktioniert. Und da haben wir die Startformation der Gäste. Kurz zur Formation. Ist ein 4-4-2 mit hängender Spitze heute bei Ihnen. Ich bin vor allem gespannt, wie Sie das in der Offensive heute lösen. Da gibt es einige Optionen. Auch durch die Aufstellung mit den beiden vorne drin. Wenn Sie ein Fan von absolutem Spitzenfußball sind, dann sind Sie hier heute genau richtig.
Jawohl, Wolf, auf die beiden freue ich mich immer. Die gehören in puncto Offensive, für mich zumindest, zur absoluten Elite. Na, da hoffen wir auch mal, dass wir der bessere Torschütze heute es sind, wird oder? Es wird ja nicht nur Fußball gespielt hier im BC Play Stadium. Nee, Footballspiele gibt's hier auch, das ein oder andere Eishockeyspiel. Eishockey? Auch bei den Olympischen Spielen wurde die Arena genutzt. Wie will man denn hier Eishockey spielen? Das ist heute in diesem Spiel Alvaro Allgate. So, los geht's. Und der erste. LA hat Anstoß und damit gehen wir rein in diese Partie. So. Dann schauen wir mal. Jones. Ob das funktioniert. Sehr gut, sehr schön durch. Da ist die Flanke. Oha, das. Ja, das ist vielleicht die Chance jetzt. Jonathan dos Santos. Klasse Einsatz, aber kommt auch an den Ball. Das war schon mal. Oh. Ahnt hier diesen Pass, weg ist der Ball. Da kann er klären, gut aufgepasst. Direkt einen Schuss draufgesetzt hat nicht, das wird nichts. Gut aufgepasst vom Verteidiger. Das war nichts. Hoppala. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Sehr schön. Er spielt den Pass zurück. Den haben wir uns doch gut zurückgeholt. Und jetzt direkt an einer Seitenlinie entlang nach vorne. Er passt ja, vielleicht doch nicht. Jonathan nehmen wir einfach die andere Seite. Hier ist gerade Platz. Ashley Cole. Da sind Mitspieler frei. Er versucht's. Da stand einer im Weg. Sowas aber auch. Leitenwechsel einmal rüber. Sie versuchen das Spiel jetzt breit zu machen. Schöne Aktion. So, mal gucken. Flanke. Kommt nicht an. Jetzt vielleicht. Wow. Mit diesem Treffer wären sie jetzt in den Playoffs. Was ist das für ein Jubel hier? Den hätte der Keeper doch haben müssen. Was ist das denn? Der hatte ihn doch eigentlich. Also. So, jetzt können wir den hätte der aber eigentlich genau festhalten müssen. Guck mal, der. Der hätte er. Oh, sagen wir mal so, den hätte er haben können. Glück für uns in dem Fall. Also. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Watson. Er spielt ihn zurück. Guter Doppelpass. Naja. Laba. Wird das eine Torchance? Ups. Toller Pass. Oh oh. Kurze Ach, den hat unser Keeper, jawohl. Diop hat ihn. So, Konter. Obwohl. Ich ja Konter ist das ja auch nicht. Alex Hunter. Oh. Da trennt er ihn vom Ball. Er war noch dran, gibt Ecke. Und da sehen wir das Tor von Alexander nochmal. Schade, da war er noch dran. Ja. Konnte aber das Tor nicht verhindern. Ah, hätte er vielleicht, also. Vielleicht sieht das auch einfach nur als anders aus, aber ich meine, den hätte man verhindern können. Die Ecke kommt. Alexander! Ja. Das war eine gute Chance und damit hätte er sein zweites Tor machen können. Aber der Torhüter ganz sicher und kann den Ball halten. Ja, in dem Fall ja. Laba. Ups. Zades. Ja, einmal runter und direkt wieder jetzt zurück. Jawohl. Er geht aufs Ganze mit der Grätsche, aber kein Foul. Alles richtig gemacht. Die Chance jetzt für einen Konter. Direkt wieder drauf, komm. Direkt drauf und. So, da haben wir ihn. Sehr schön. Und wie direkt wieder. Oh, 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 was für ein. Was war das denn? Ja, warum denn nicht? Man muss es auch mal aus der Distanz. Okay, ja, das war gar nichts. Das ist natürlich harmlos. Da muss die Abwehr nichts machen. Das war gar nichts. Da braucht der Keeper jedenfalls eingreifen. Der ging ja deutlichst über das Tor. Schöne Stimmung auf jeden Fall im Stadion. Also, das ist doch mal. Ashley Cole. Haben wir noch. Ja, haben wir noch. Oh. Hunter. Ja. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Und Tor. Jetzt? Ist keiner. Ashley Cole. Einmal Seitenwechsel, bitte. So. Sie wollen den Gegner laufen lassen. Guter Seitenwechsel.
Und jetzt die Chance. Boah. Alexander! Das Tor sorgt das war jetzt mal für klare Verhältnisse. Und mit dieser Führung im Rücken, da können sie jetzt ihr Spiel aufziehen. Das war jetzt doch recht einfach. Da hat man eine große Lücke in der Mitte von der Abwehr und da konnten wir einfach wunderschön. Schau, das war eine Riesenlücke. Ja. Einfach durch. Sehr, sehr schön. Führung ausgebaut. Mal sehen, ob sie so weitermachen. Das gefällt doch. Ah. Jetzt könnte es gefährlich werden. So. Ball draußen, wird Einwurf geben. Einfach mal zu Grätsch ansetzen. Oder wirft ihn direkt in den Strafraum, ja. Unnötiger Ballverlust. Schwupp. Dos Santos. Oh, da wollte ich eigentlich nicht hin. Klasse Seitenwechsel. Egal, Seitenwechsel, so. Das könnte eine Gelegenheit werden. Wupp. Der Ball geht Richtung Hunter. Jetzt vielleicht. Nee, der geht nicht rein. Ah, klasse Chance, da stimmt fast alles bei diesem Versuch. Es fehlt das Glück. Den hat er nicht von... Wow. Dumm gelaufen. Dumm gelaufen, will ich mal meinen. Das war nichts. 3 Minuten Nachspielzeit kriegen wir. Ja, da müssen wir aufpassen. Watson. Das war wohl ein bisschen... Schön dazwischen gegangen, Ballverlust. So. Halbzeit 1, Ende. Nur zufriedene Gesichter bei den Galaxy. Läuft alles in Richtung Playoffs. Ja, sieht gut aus, ne? Könnte heute mit der Qualifikation klappen. In der ersten Hälfte hat er richtig gut gespielt, oder Buschi? Na, die Führung haben sie auch ihm und seinen Toren zu verdanken. Wirklich eine gute Leistung im ersten Durchgang. Ja, das Tor in der 17. Minute, das war einfach Glück, dass der Keeper den nicht richtig bekommen hat. Also, das 10. Saisontor, eine zweistellige Torausbeute ist eine tolle Leistung. Hallo, bleibst du mal da? Überragende Technik bei diesem Direktabnahmetor. Mhm. Aber jetzt geht's ins Halbzeit Nummer 2. Ball ist vorbei, das Spiel geht weiter. Und ja, das Spiel geht weiter. Direkt. Das muss auf den Ball. Moment. Hab dich. Da trennt er ihn vom Ball. Nein. Nein, 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 nein. Ach so, ja. Okay. Das war ja mal gar nichts. Schwupp. Ja. Wird das seine Torchance? Geht er rein? Einfach mal drauf. Fällt das Tor doch noch. Da ist die Flanke. Die Flanke war nicht optimal. Das hätte besser sein können. Ups. Haben wir nicht. Wow. Die Vorwärtsbewegung. Oh, klasse. Na. Jetzt die Chance. Ada, jawohl. Ui, was für eine Parade. Ui. Wahnsinn, wie er den noch hält. So, das war's für ihn. Der Trainer nimmt ihn aus der Partie und gönnt ihm den Beifall. So, Trainer, was sagst du? Der hat heute wirklich eine klasse Leistung gezeigt. Sieht bis jetzt so ganz gut aus. Was wir da machen. Die Ecke mal als Variante. Ja. Ganz klar, das war Handspiel. Was? Gesehen vom Schiedsrichter. Was? Okay, das ist dumm gewesen. Blöd gelaufen, schade. Wirklich schade. Könnte was werden. Nein. Das war jetzt aber sehr mutig, den Freistoß von dort direkt aufs Tor zu schießen. Hat nicht von... So schlecht war das. Den hätte er als Flanke probieren sollen. Okay. War doch... höher als es erst aussah. Naja. Dos Santos. Ja. Oh. Und Hunter. Und zurück. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Ja, ist ja schön. Was mache ich denn hier jetzt? Und jetzt gehen sie über die Flügel. Ja, ich glaube, ich nehme mal die andere Seite. Jetzt lassen sie erstmal kommen. So. Dos Santos. Und nochmal Seitenwechsel. Und rein damit. Da kommt die Flanke.
Gefahr erstmal bereinigt nach dieser Reingabe. Da steht er gut. Mist, er kann dazu da gehen. War wohl noch da einer. Da war einer im Weg. So. Giovanni am Ball. Am Ball gewesen, ne? Wir haben ihn noch. Jetzt müssen sie aufpassen. Uff. Oh. Das gibt jetzt Abstoß. Das war nicht. Und jetzt darf er sich seinen verdienten Applaus abholen. Sehe ich ähnlich. Er hat sich richtig in die Partie reingehauen und war für mich heute einer der Besten. Das war ja mal gar nichts. Na gut. Noch dann sind hier 20 Minuten zu absolvieren. 20 Minuten also noch. Na schön. Immer noch müssen die Galaxy zittern, aber es sieht nach wie vor gut aus. Wenn es so bleibt, sind sie in den Playoffs. Anspannung pur. Jetzt könnte es gefährlich werden. Da schießt er. Ach. Naja, das ist natürlich dann doch harmlos. Er versucht es mit dem platzierten Ball, ist aber nicht platziert. Ja, ich wollte gerade sagen, was war daran platziert? Der war deutlichst daneben. Mal gucken, ob wir hier. Oh. Und Hunter. Ja, der kommt durch, der kommt durch. Jawohl. Das könnte eine Gelegenheit werden. Und jetzt die Chance. Tor. Der Pass, stark gemacht. Genau dafür wurde er eingewechselt. Er macht hier seinen Helfer. Damit steht es 3 zu 0. Vorbereitung des Angriffs und dann war er plötzlich frei und kann im 1 genau. gegen 1 den Keeper überwinden. Da war er plötzlich frei. In dieser Szene zeigt er all sein Können. Den Ball holt er sich direkt aus der Luft. Ein absolutes Klasse-Tor. Sie zeigen eine sehr, sehr schön. Und führen daher auch in der Höhe verdient. Ach da. Oh. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Ab dich, nicht. Und er schießt. Abgeblockt. Er wirft sich in den Schuss, das war wichtig. Und das gibt Eckball. Da standen wir genau richtig. So. Jetzt kommt die Ecke. So, erstmal geklärt nach dieser Reihe. Erstmal raus damit, aber der Gegner hat ihn immer noch. Jetzt müssen wir nur den Ball wieder bekommen. Nein, ich dachte, nein! Nee, der Ball geht daneben. Wow. Das kann er definitiv besser. Den habe ich irgendwie schon drin gesehen. Aber er hat nicht getroffen. Ich glaub's kaum. Naja. Einmal an ihm vorbei. Ach, Mist. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Ich habe gerade eine Errungenschaft freigeschaltet, nur ich super konnte so schnell nicht lesen, was, und die werden nicht angezeigt, also in der Aufnahme dann nicht angezeigt. Oh. Länger nichts passiert. Ja. Und viel wird auch nicht mehr passieren. Dafür war der Spielverlauf zu eindeutig. Da haben wir ihn. Nicht mehr. Oh oh. Jetzt wird's gefährlich. Jetzt? Nein. Okay, ich sollte so. Das Ding Quatsch sollte ich lassen. Hat er! Die hat er einfach nicht genau genug gezielt. Wow, 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 wow. So. Sie müssen aufpassen jetzt im Spielaufbau. Upp. Ach komm schon. Na gut, Spiel ist eh vorbei. Das war's für heute. Die Galaxy stehen in den Playoffs. Und wer hätte das gedacht vor einigen Spieltagen? Da sah alles nach einer verkorksten Saison aus. Und dann kam Alex Hunter. So haben sie sich das vorgestellt. Er kam, sah verdient, denke ich. Klar, und siegte. Aber ihre Möglichkeiten einfach besser genutzt. 9,6, wir haben 2 Tore erzielt und bringen es zu Ende. Gewinne das Spiel, haben wir getan. So ist das schön. So muss das sein. Jo. Sehr, sehr schön. Okay. Gut, dann würde ich mal sagen, das sollte für heute gewesen sein. Wir werden beim nächsten Mal dann hier weitermachen. Alex, Sie waren heute wirklich beeindruckend und haben dazu noch eine Führungsrolle übernommen. Ihre Leistung heute war grandios. Das Playoff aus durfte ich einfach nicht zulassen. Die Taktik des Trainers ist perfekt.
Die Taktik des Trainers ist perfekt. Ich muss mich beim Trainer bedanken. Seine Taktik war perfekt. Ich habe nur getan, was er wollte. Na trotzdem. Es war klasse, wie sie das Spiel dominiert haben und verdient in die Playoffs eingezogen sind. Wir denken von einem Spiel zum nächsten, aber wir sind bereit. Nochmal Glückwunsch und viel Erfolg in den Playoffs. Danke. Vielen Dank. Ja. So, wir haben 3,5 Minuten gespielt, 2 Tore gemacht. Wir kriegen wieder einen Startelf-Bonus, 2600 und die 500 als Torschuss, also für Tore. Läuft. Nun gut. Dribbling haben wir verbessert, auch nicht schlecht. Whoop. Okay. Dann würde ich mal sagen, das war's für heute. Beim nächsten Mal machen wir weiter. Und ich sage erstmal bis dann und ciao.